Ich spiele den neuen Brawler Barry mit Joe Jonas und zeige dir, warum er einer der stärksten Brawler aller Zeiten ist. Trag gerne Code BigSpin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein. Wir starten mit seinem ersten Gadget namens Kraft der Freundschaft. Barry schlägt mit seinem Schweif aus und dort werden Gegner zurückgestoßen und Verbündete, die wir jetzt in Showdown nicht haben werden, um 1000 Leben geheilt. Und seiner ersten Star Power, dem kühlen Auftreten. Barrys Nachladegeschwindigkeit ist um 50% erhöht, wenn er auf einem seiner geschmolzenen Eiscreme im Felder steht. Wir gehen rein gegen Jonas und testen den neuen epischen Brawler gegen alle Legendären. Wir haben jetzt zum ersten Mal Barry am Start, Freunde, und schauen uns mal an, was er hier macht. Ihr seht, eine Attacke tickt einfach mal. Sage und schreibe 5-mal, sogar 6-mal, sogar, oh mein Gott, 6-mal, das ist ja, okay, also die Attacke liegt für 6 Sekunden auf dem Boden und macht dort einfach Flächenschaden. Ich habe keine Ahnung, was Supercell sich dabei gedacht hat, aber ich sage, allein damit könnte dieser Brawler völlig broken sein. Schaut es euch an, der Bot läuft einfach die ganze Zeit in meine Felder jetzt hier rein und bekommt permanent Schaden. Und 6 Hits sind halt so unfassbar krass. Für zum Beispiel Tresorraub, für aber auch andere Modi ist das absolut insane. Schauen wir uns mal die Ulti an und guckt euch diese Ulti an, Bro. Was ist mit dem Brawler los? Digga, das ist so stark. Ich weiß nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob das legal sein kann. Dieser Brawler ist absolut insane. Schaut euch an, wie ich Damage. Ich weiß noch nicht, ob jetzt irgendwie die Eiscreme ist. Auch okay, du hast 9, Digga. Du hast 9 Cubes, okay. Bin ich mal gespannt. Stell dich einmal ganz kurz hin. Warte mal ganz kurz. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier doppelten Schaden macht. Oh, jetzt kannst du auch gerne gehen. Okay. Ey. Ich glaube sogar, das macht auch doppelten Schaden. Und das ist halt wirklich völlig insane. Ja, okay, gut. Okay. 1 für dich ist in Ordnung. Du hast die 12 Cubes. Aber was ich hier gesehen habe, ne? Warum sollte ich noch Barley spielen, wenn ich einfach Barry spielen kann? Der ist halt viel besser. In die zweite Runde gehen wir mit den gesunden Zusatzstoffen. Die von Barrys nächster Hauptattacke verursachte Eiscremefläche bleibt 100% länger bestehen. Das bedeutet, sie macht nicht mehr 6 Hits, wie sie eben gemacht hat, sondern einfach 12. Und das kann in Tresorraub unfassbar stark sein, unter anderem. Und mit der Kleckerei Star Power, Barrys Hauptattacke fügt 20% zusätzlichen Schaden zu, wenn der Treffer in einer nicht von Eiscreme bedeckten Fläche erfolgt. Heißt, wenn du einmal die Attacke wirfst und der erste dann praktisch landet, dann solltest du 20% mehr Schaden machen. Werden wir aber gleich sehen. Aber ich sage, dieser Brawler ist jetzt schon absolut stark. Wir sind dabei nicht erwundern auch. Jonas hat nicht keinen Bock. Einige haben unter meinem letzten Video geschrieben, Jonas hat keinen Bock. Jonas ist einfach nur extrem müde. Bock. du hast nie Bock. Ja, der normalste. Ja, ich muss mich einlegen gleich. Ja. Dieser erste Hit von der Eiscreme macht dann eben tatsächlich 20% mehr Schaden. Aber da muss ich sagen, finde ich die andere Starport doch irgendwie etwas besser. Wir gehen hier mal nicht, ja, wollte ich gerade sagen, ne? Wir gehen hier mal nicht hin. Wir warten hier erstmal. Aber der Schaden von diesem Brawler und vor allem die Dauer der Eiscreme, das muss doch irgendjemandem auffallen. Also auf Ernst. Okay, jetzt machen wir mal hier das andere, ja, das Gadget an, aktivieren das mal. Okay, jetzt klaut uns die zwar, aber schaut euch an, wie lange die Eiscreme einfach liegen bleibt. Die liegt immer noch. Es ist absoluter Wahnsinn, wie lange das Zeug liegt. Alter, guckt euch das an. Es liegt einfach immer noch. Wie lange liegt das denn da? Oh mein Gott! Bro, das waren 10 Sekunden oder so. Ohne Witz. Sogar noch länger. Mit dem Gadget? Hast du das Gadget getestet? Ja. Das sind 12 Sekunden. Ja. 12 Sekunden. Ja gut, jede macht Sinn. Jede Sekunde ein Hit. Aber das ist doch absolut insane. Also wirklich. Das Ding bleibt da immer liegen. Du kannst einfach auf gewissen Maps Wege zumachen mit diesem Gadget, die 12 Sekunden lang nicht betreten werden können. Und das kannst du einfach 3-mal pro Spiel machen. Also wer da nicht denkt, dass das ein bisschen broken ist, ich kann den Weg zumachen. Zack, du kommst nicht mehr durch. Du kannst nicht durchgehen. Also du kannst durchgehen, aber du kassierst einfach, guck mal, du kassierst einen dicken Hit. Und jetzt mache ich, das ist, Junge, dieser Brawler ist unfassbar broken. Jetzt haben wir die, meiner Meinung nach, optimale Gadget-Star-Power-Kombination. Nämlich einfach mal das erste, das zweite Gadget und die erste Star Power. Bedeutet, mit dem Gadget kann ich jetzt eben 12 Sekunden die Wege zu machen und mit der Star Power habe ich die Eigenschaft, dass ich eben nochmal mehr Schaden mache, wenn ich auf diesen Teilen stehe. Heißt eigentlich, die kann man auch sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Nämlich, wenn ich einfach in meiner Eiscreme stehe, zum Beispiel jetzt das Gadget nehme und die Eiscreme auf mich werfe und dann kann ich an den Tresor zum Beispiel gehen und mache im Prinzip direkt mehr Schaden. Ich mache es zum Beispiel so, zack, und schon mache ich an diesem Bot Angelo jetzt hier einfach deutlich mehr Schaden und nehme ihn einfach auseinander. Also da sieht man einfach, dieser Brawler, es gibt wirklich keinen Grund, warum ich jetzt noch Barley spielen sollte oder auch nur irgendeinen anderen Werfer. Hey. Wenn ich, oh mein Gott, du bist gestorben, no way, was? Hatte ich einfach Dings auseinandergenommen? Ja. Oh mein Gott, okay, wo ist er? Wo ist Griff? Wo ist Griff? Okay, da ist er. Gut, ich räche dich. Ich werde dich rächen, Ulti rein, Junge, was ist das? Knapp sogar noch. Brawler.
Digga, dieser Brawler ist so krank. Ich weiß nicht, was Supercell da gemacht hat. Ist einer der stärksten und auch offensichtlich stärksten Brawler seit langem. Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass dieser Brawler deutlich zu stark ist und dass wir endlich mal wieder auch einen sehr, sehr krassen Werfer jetzt bekommen. Das ist auf jeden Fall eine krass. Schaut euch an, auch die Kisten alleine. Also dieser Brawler, er hat, ja, ich sag mal, er hat okayes Leben. Ne? Sein Leben geht sogar, sein Leben ist balanced. Aber dieser Schaden ist halt, also diese Wege zuzumachen, wird auf gewissen Maps so unfassbar stark. Und wir werden auch direkt, das könnt ihr euch jetzt schon mal merken, wenn der Brawler rauskommt, sollte ja eigentlich diesen Donnerstag dann sein, oder? Wenn ich mich jetzt nicht alles täusche. Ja, ja, ich denke. Genau, auch, dann ja. Sollten wir, dann werden wir auf jeden Fall diesen Brawler auch zocken und entsprechend dann versuchen, wir gehen mal weg mit der Ulti jetzt, zack, abfahren. Das ist so krass, du kannst so krass die Wege zu machen. Dann werden wir diesen Brawler auch versuchen, direkt einmal hoch zu pushen, ne? Entweder auf 1000 oder irgendwie dann vielleicht sogar noch höher. Digga, was redet der aber auch? Der redet komplett komisch, Digga. Ich denke die ganze Zeit, ja, noch ein Video laufen oder so. Das ist ganz, ganz wild. Okay, jetzt der hat so eine richtig, ja, tiefe Stimme. Ja, ja, echt, ohne Witz, der hat so eine richtig, das passt doch überhaupt gar nicht. Der ist einfach ein... Oh, 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 okay, 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 okay. Du hast dich hops genommen, ist okay. 6 Cubes, Sandy, Hypercharge natürlich immer noch sehr stark. In solchen Situationen ist er natürlich im 1 gegen 1 jetzt nicht so gut. Er kann keinen Brawler direkt downbursten, aber dieser Kontrollaspekt von ihm, der ist halt unschlagbar. Nun auf der Map die letzten 4 Freunde. Und ich kann euch eine Sache sagen, wenn er in Showdown schon als Werfer solide aussieht, dann wird er insgesamt wirklich absolut insane stark sein. Das kann ich euch eigentlich so gut wie garantieren. Das werdet ihr auf jeden Fall auch sehen. Ich bin mir sehr sicher, dass das der, ja, im Prinzip tausendmal bessere Barley letzten Endes sein wird. Auch wenn die Reichweite, glaube ich, nicht so ganz krass ist und Barley natürlich auch einen Hypercharge bekommen hat. Auch das kann natürlich nochmal mit reinspielen, aber ich glaube wirklich, dass der Brawler es absolut in sich hat und definitiv einer sein wird, den man häufiger sehen wird. Ihr könnt jetzt auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was haltet ihr vom neuen Brawler Barry? Denkt auch ihr, dass er extrem stark sein wird oder glaubt ihr, dass der Brawler tendenziell vielleicht eher so ein bisschen schwächer wird? Na, kann natürlich auch sein, vielleicht verschätze ich mich auch einfach komplett, du hast auf jeden Fall 8 Cubes, okay. Okay, 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 ja, du willst hier durch, ne, du willst hier durch. Das wird dann ein bisschen schwierig. Weil das lässt du leider für die nächsten 12 Sekunden, lasse ich das nicht zu, mein Bester. Das, so. Oh. Ja, okay, jetzt machst du diesen. Okay, interessant. Ja, komm, komm, gern durch. Ja, okay. Du hast es geschafft, aber die Frage ist, auf welche Kosten? Auf welche Kosten bist du hier gerade durchgekommen? Oh, ist das so nervend. Junge, es ist so geil. Du kannst einfach da nicht hingehen. Es ist so krank. Ich kann dich so outzonen. Guck es dir an. Du willst immer noch durch, ne? Ja, du willst immer noch durch, ne? Willst du eigentlich durch oder ist das eher nicht so dein Ding hier, durchzukommen, tatsächlich? Ich frage nur aus reinem Interesse. Ah, nein! Oh mein Gott, okay, du kannst mit 11 Cubes einfach durchrennen. Ist okay. Ist okay, ich krieg auf die Schnauze. Ich habe Karma dafür kassiert, dass ich so große Töne geschwungen habe. Aber ihr habt gesehen, ne? Der Brawler im 1 gegen 1 im Showdown ist nicht sein optimales Feld. Sein optimales Feld wird 3 gegen 3 sein und da kann er halt dann, wenn er noch Mates hat, die auf dieser Straight Dance Schaden machen, super gut performen. Nun gegen Mac und jetzt bin ich auch hier natürlich mal wieder sehr, sehr gespannt darauf zu sehen, was hier passiert. Der Edgar rennt hier in die Kiste rein. Okay, ich weiß nicht, was der Edgar macht. Edgar, Fokus bitte! Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Eiscremes stacken irgendwie nicht so, ne? Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann ist es eben nicht der doppelte Schaden. Das machen die irgendwie nicht. Das ist mir gerade aufgefallen. Also, das ist mir eigentlich schon vorher aufgefallen. Das ist der einzige Vorteil, den man hat, wenn man gegen den Brawler wirklich spielt. Ne? Er kann halt im Prinzip niemanden downbürsten. Aber ich sage trotzdem, der Brawler wird durch dieses... Okay, hier ist Barley. Barley kann das eben tatsächlich. Trotzdem wird der Brawler hier natürlich... Ach, Digga, jetzt kriegst du sogar noch den... Ich fass es nicht. Okay, wir gucken mal hier. Zack. Also er kann im Showdown wirklich kein 1 gegen 1 so richtig gut gewinnen, sage ich mal. Dafür hat er halt aber auch ein Escape, ne? Auch das muss man sagen, der Escape von ihm ist auf jeden Fall sehr stark. Warte mal, kann ich über Wasser? Nee, kann ich nicht. Okay, ich kann nicht über Wasser. Gehen wir aber hier hinterher. Zack, versuchen den Kollegen mal zu holen, den Chuck. Ja, gelingt jetzt nicht so ganz, okay. Versuchen jetzt mal hier was zu holen, ja, die Eiscreme. Nein, 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 stopp, nein! Ich wäre sogar fast noch weggekommen, aber hier können wir eben sehen. Im 1 gegen 1 entpuppt sich der Brawler wirklich als nicht so gut, aber ich sag euch wirklich immer noch, dass dieser Brawler insgesamt wirklich ein absolut starker ist und in 3 gegen 3 alles rasieren wird. Ich bleib bei meiner Meinung. Oh mein Gott, jetzt haben wir hier oben ganz viele Kisten. Ich bin auf jeden Fall mal... Ja, gucken wir mal, ob wir den hier holen können, den Cold. Ja, also ihr seht, na, wie gesagt, der Schaden von dem Brawler, der ist halt, wenn die Boss jetzt nicht gerade drin stehen bleiben, du kannst keinen Gegner downbürsten. Das ist wirklich das Einzige, wo ich jetzt sage, okay, das ist wirklich balanced bei dem Brawler. Kannst halt immer wieder, wenn du eine Attacke neu drauf wirfst, dann machst du auch im Prinzip direkt wieder diesen Schaden. Aber es ist jetzt nicht so, dass du den halt einfach, wie gesagt, geisteskrank downbürsten kannst. Dafür ist er halt nicht gemacht. Das ist auch seine große Schwäche, das muss man sagen. Also der Brawler hat auf jeden Fall auch diese Schwäche und dementsprechend wird er in Showdown vermutlich auch nicht so
so krass performt, weil im Gegensatz zu Grom oder Dynamike fehlt ihm hier halt der Burst, ja, aber wie gesagt, wir können theoretisch gleich noch einmal auch eine Runde mit Tresor, mit Bots nochmal spielen, da können wir auch nochmal sehen, wie stark der Brawler dann wirklich ist. Jetzt ist hier bereits Showdown, okay, es ist bereits Showdown am Starten, jetzt werden wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwie dich, ja, loswerden können, ja. Wir können halt wieder schön die Wege zumachen, ne? Wir kriegen hier schön hin, die Wege immer zuzumachen, aber das war da auch alles, ne? Und wenn du halt einmal durchgehst, ich wollte die Ulti machen, aber der Button ist auf dem Account hier einfach zu klein. Ich habe die Ulti nicht getroffen, Digga, ist Shepard. Nun kommen wir zum Endspurt in Showdown, Freunde. Also ihr seht, gegen die meisten Brawler macht er tatsächlich in Showdown jetzt, wie gesagt, keine so gute Figur. Wir gucken jetzt mal, Jonas ist direkt hier, okay. Versuchen direkt mal hier gegen Chester die paar Hits hier zu landen. Wie würdest du den Brawler gerade einschätzen? Was denkst du? Was ist deine ehrliche Meinung? Also, ich glaube, er ist halt sehr gut für Kontrolle, ne? Ich glaube, Hotzen zum Beispiel sehr krass, aber ich weiß nicht, für so Knockout oder so macht er halt eigentlich zu wenig Schaden, ne? Richtig, also er wird auf gewissen Maps, Digga, ich werde jetzt hier, Digga, ich werde von Bots gedingst, okay, wild. Ich helfe dir. Ja, Ehre, okay. Er heilt halt, das muss man auch sagen, wir sehen ja gerade noch gar nichts, werden wir gleich nochmal im Botgame sehen. Stimmt, ach so, das halt fehlt auch, noch. Ne? Das fehlt ja noch. Er heilt sich und seine Mates. Und das ist halt auch absolut krass. Und das muss man sich halt auch mal reinziehen, dass das auch nochmal ein Effekt ist, der ihn halt nochmal nützlicher macht, als das, was wir hier gerade sehen. Ne? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ja, das ist insane mit dem Eis. Ich war mittendrin gestanden plötzlich. Ja, richtig. Ich mache eine Spur, du chased mich. Auf einmal hast du halt auf dieser Map, wo nur enge Wege sind, kaum noch eine Möglichkeit, irgendwie aus diesem Eis rauszukommen. Und wenn du halt einmal drin bist, dann war es das mit dir. Das ist ganz klar, dann ist die Reise für dich durch. Und das hat man ja auf jeden Fall gerade gesehen. Jetzt chasen wir den Ash mal. Gut, der wird es jetzt eh nicht. Aber da sieht man, dieser Heilungseffekt, ne, den hatten wir bisher noch gar nicht richtig auf dem Schirm. Wir sind dabei, let's go. Wir haben jetzt hier Jonas auf dem Cordelius. Okay, sehr, sehr interessant. Dann gehen wir einmal direkt hier rein. Abfahrt, let's go, vamos, das ist gut. Dann nehmen wir uns direkt hier einmal die schönen Kisten mit. Und nun haben wir hier in der Mitte noch einige. Okay, werfen die natürlich hier drauf. Das macht auch mehr Sinn, ne? Das macht eigentlich keinen Sinn, was ich hier gerade so tue. Jetzt mussten wir hier ein bisschen auf Lola aufpassen. Ja, auf den Bot. Also man muss halt sagen, wenn das jetzt keine Bots wären, dann wären wir jetzt... Hallo. Okay, relativ einfach gestorben. Ja, moin, moin. Was geht? Was geht, Jonas? Was geht, Jonas? Okay, wir warten einmal hier, werfen einmal das Teil hier schön in den Knick wieder rein, in diesen, okay, guter Move von dir an sich, ja, war auf jeden Fall nicht schlecht gedacht, aber du kommst halt in so einer eckigen Map, ne, du kommst halt nicht hinter mir her als Cordelius, du hast keine Möglichkeit, irgendwie diese Lücken zu schließen, die ich hier, mache, und jetzt stirbst du halt einfach, ne, jetzt bist du einfach, oder, na, okay, die Rosa kommt, die Rosa... retten sie irgendwie gerade, weil sie einfach da drin steht, Digga, die Rosa einfach deine Leibweste, oh, warte mal, Ulti, oh mein Gott! Ah, nee, war nix. Let's go. Schönes Game, schöne Runde und genau so muss es sein. So kann man halt den Kollegen auch offensiv nutzen. Wir sind dabei. Okay, jetzt hier Barley am Start. Barley versucht hier irgendwas zu machen. Alright. Ja, nein, das klappt nicht. Sehr gut. Wow, sehr gut. Oh, Junge, wie der Typ spricht, ist auch einfach so geil, ne? Also einfach ein Einhorn in Brawl Stars ist auch eigentlich das Letzte, womit ich gerechnet hatte. Aber scheinbar das Game immer wieder für Überraschungen hier gut, wie man sehen kann. Okay, ist Nani. Gucken wir da mal, was wir gegen Nani hier Schönes tun können. Ja, Mann, es ist doch ein wichtiger Kill. Let's go. Gehen wir nach oben. Okay, da liegen zwei Cubes. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bait. Ja, das ist kein Bait. Oh, wir gehen mal rein in den Gale. Let's go. Okay, du bist... Oh, nein, 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 du bist Kid. Oh, nein, 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 ich geht. Ja, weg, ja! Was? Okay, oh mein Gott, gestört. Ich habe einfach die Ulti geauto-aimed und damit habe ich es geschafft, hier einfach noch gerade so einfach noch wegzukommen. Oh, ein Larry Lowy in der Mitte, alles klar. Larry Lowy möchte mir direkt einmal seine Kisten geben, das ist auf jeden Fall sehr lecker, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Oder meine ich auch, oh mein Gott, das ist so geil, wie die Bots hier einfach drinstehen, ne? Und es scheppert so krass bei denen. Sehr, sehr gut. Okay, hier ist ein Cold. Aha, ein Cold, den wir direkt... Einmal, oh mein Gott, Digga, ich sterbe gerade am Bot, Nein, okay, never mind, gut, alles klar. Haben wir gelöst. Wen hast du da? Wer bist du? Wer bist du? Draco. Okay, das könnte jetzt hier sehr eng werden. Bitte, Sandy. Bitte nicht. Nein, bitte nicht Jonas die Cubes geben. Och, Leute. Aber was machst du eigentlich jetzt gegen mich, wenn ich fragen darf? Also du musst mich jetzt irgendwie chasen, aber kann es sein, dass du das einfach nicht schaffst, weil ich permanent... Das ist so lächerlich, ne? Ich lege einfach mein Eis dahin, Junge. Junge, es ist so krass. Ich lege einfach mein Eis hier hin und du kannst mich nicht einholen. Du hast keine Möglichkeit. Was ist denn das Krankes? Bist du hier drin? Ja, du bist da drin. Oh. Ist mir egal, ich geh jetzt offensiv. Du gehst jetzt einfach offensiv, hast du kein Interesse mehr? Oh, Achtung, Ulti rein! Ja, nee. Ja, Mann!
Das Ding macht 4000 Schaden an dir auf einmal. Es ist verrückt. Jetzt sind wir nochmal am Start in Tresorraub, Freunde, wo ich auf jeden Fall denke, dass der Brawler eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Wir haben wieder diese Kombination. Und ihr seht, wir können auf dieser Map zum Beispiel perfekt die Wege zu machen. Hier kommt eben niemand durch, ohne den krassen Schaden zu kassieren. Klar, das sind jetzt hier Bots, aber ich glaube, ihr seht, was ich meine. Ich kann einfach die Mitte mit meinem Gadget hier zum zweiten Mal zumachen. Und ihr seht, es kann hier im Prinzip einfach niemand gerade durchkommen. Okay, Max geht zwar jetzt durch, aber dann haben wir die Ulti. Zack, Max läuft jetzt hier rein. Wir können jetzt hier das wieder hinwerfen und jetzt gehen wir einfach an den Tresor, hauen immer wieder eine Attacke drauf, das macht eben den meisten Damage und können dann hier rum eben schauen, dass wir es hier irgendwie schaffen, einigermaßen wieder den Weg zuzumachen. Also ihr seht natürlich, die Bots sind komplett lost. Jetzt nehmen wir diese Eiscreme, legen sie hier hin, zack, gehen jetzt hier einmal weg von der Belle, damit wir diesen Weg wieder zugemacht haben und so können wir eben immer wieder dafür sorgen, dass die Leute hier in der Mitte nicht richtig unbeschadet durchkommen und das Game halt komplett kontrollieren. Jetzt können wir wieder reingehen, zack, super. Jetzt werfen wir natürlich wieder die Eiscreme drauf, ne, klar, wie das eben sich so gehört. Jonas macht aber das Gleiche. Heißt, wir müssen jetzt einmal kurz uns um Jonas hier kümmern. 3000, so. Ey, Digga, das ist insane. Jeder, der da durchgeht, ist automatisch tot. Wieder rein, wieder rein, wieder rein. Ulti, zack, Abfahrt, die ist tot. Das ist verrückt. Also ich sage dir, auf so einer Map, ne, diese Map ist im Prinzip wie gemacht für Barry. Ich sag's dir, das ist absolut krank. Okay, du wirst es gerne wahrscheinlich sogar holen, weil meine Bots sich einfach nur um dich kümmern, auf Lock. Aber ihr seht, was es ist, ne? Also Barry kann hier so unendlich viel Value rausholen. Es ist völlig gestört. Nun zu guter Letzt noch einmal auf der Map Duellkäfer, wo ich mir den Brawler auch sehr, sehr stark vorstelle, eben mit seiner Reichweite und mit der Tatsache, dass ich hier einfach den Kram reinlegen kann. Schaut sich an, der Epic geht durch, zack, und wir haben im Prinzip jetzt schon unsere Ulti, was halt absolut krank ist. Was macht der 8-Bit denn da? Was ist das für eine Station? Ja, dein 8-Bit ist vielleicht nicht der Beste, das stimmt. Der ist vielleicht nicht der allerbeste, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Aber jetzt seht ihr es halt, ne? Die können nicht durch die Mitte durch. Sie können, also fairerweise können sie schon, aber es ist halt einfach so, es ist halt immer wieder verbunden mit Damage. Also das muss man, in gewisser Hinsicht ist es vielleicht sogar einigermaßen balanced, dass sie halt dann, wenn man da durchgeht, maximal so 2 jetzt kassiert. Aber wenn ich den Kram jetzt hier in die Zone reinlege, ne? Wie zum Beispiel jetzt hier, dann kann da halt jetzt erstmal auch niemand durch. Wir machen das mal so, zack, könnte jetzt sein, dass wir sterben. Ja, okay, wir sterben, aber 8-Bit ist drin. Jetzt geht unser Bot da rein. Also, Digga, was machen unsere Bots? Also, wir hoffen, das ist viel zu OP. Vor allem hielt das ja auch noch. Ja, stimmt. Richtig, richtig. Das ist das Krasse. Hier, schaut sich an. Zack. Wir gehen rein, wir gehen rein. Wir werfen den ganzen Lachs drauf. Wir heilen uns sogar noch währenddessen. Wir haben gerade im 1 gegen 3 einen Kill gemacht und 2 down gehauen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich sage euch das. In Hot Zone ist das wirklich maximal krank. Wir gehen wieder rein. Der zack. Heal ist es einfach. Ja, der Heal ist es alles. Es ist alles. Alles, alles, alles. Es ist komplett insane. Wir healen so heftig. Meine Bots feeden dich schon wieder, ist richtig geil. Ja, okay, nice. Jetzt geht das Ganze sogar. Jetzt sind wir hier mal in Control, aber ich glaube, also es ist wirklich, also es ist absoluter Wahnsinn. Okay, okay, jetzt bin ich gestorben, aber das habt ihr. Okay, das habt ihr, aber da können wir einfach sehen, ne? Gerade in Hot Zone und in Tresorraub ist dieser Brawler wirklich eine absolute Macht und wird nicht mehr aus diesen Modi wegzudenken sein. Bedeutet, er hat auf jeden Fall seine Schwächen, nämlich vor allen Dingen der Schaden. Sein Schaden ist einfach generell nicht so stark, vor allen Dingen dieser Burst fehlt ihm eben. Dafür hat er auf der anderen Seite eine unfassbare Fähigkeit, die Fläche zu kontrollieren, was gerade bei Hot Zone und Tresorraub unfassbar wertvoll ist. An der Stelle danke ich dir fürs Dabeisein. Deine Meinung zum neuen Brawler kannst du sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Gerne auch bei Jonas vorbeischauen. Hau rein. Ciao.